Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, von Petwoman. Das bin ich, Patricia. Heute habe ich wieder einen Foodhaul für euch, einen veganen Foodhaul. Wir waren einmal auf dem Wochenmarkt in Offenbach, beim Teegut und beim griechischen Supermarkt auch. Auch beim Wochenmarkt. Wir fangen am besten mit dem Teegut an, weil das steht hier gerade alles so schön. Also einmal haben wir uns ein Krustenbrot gekauft zum Frühstücken für 1,99 Euro, 1 Kilo. Ja, sehr lecker, glaube ich. Dann machen wir weiter. Dann haben wir zweimal Backhefe gekauft. Brauchen wir für ein Rezept. Rezepte sage ich euch nicht, weil ich werde nämlich diese Woche ein What I Eat in a Week machen. Die Kai-Edition, weil Kai die Rezepte rausgesucht hat. Surprise! Dann haben wir einmal Seitan, die Seitan-Basis mitgenommen. Das ist, wo man dann so ganz fancy Döner und Gedöns draus machen kann. Das ist aber nicht für uns. Das haben wir für Kais Mama mitgenommen. Ja, einfach so. So, dann geht's weiter mit hier für Aufschnitt. Einmal super healthy. Die vegane Salami und veganen Schinkenspicke. Da kann man jetzt drüber diskutieren, was man da hält oder nicht von. Manchmal schmeckt es ganz lecker. Lecker. Mit 2G wird es geschrieben, falls du dich fragst. So, dann ist unser Senf leer gegangen. Darf nicht fehlen. Das ist der vom Alnatura. Wir haben ihn beim Teegut gekauft, aber die Alnatura-Marke finde ich lecker. Auch wieder mit 2G. So, dann brauchen wir auch für ein Rezept Kokosmilch. Für ein Rezept Creme Vega. Unsere Erdnussbutter ist leer gegangen. Das ist jetzt die Peanut Creamy. Ja. Ich räume mich direkt weg, wenn ich dran komme. Komme ich aber nicht. Oh man. So. Dann ist unsere Barista-Milch, geht so langsam leer. Haben wir noch mal eine für die Reserve mitgenommen, die Hafer Barista. Als Aufstrich die meine liebste Streichcreme, die gibt es auch beim DM. Das ist die Paprika Chili, glaube ich, oder? Ja, genau, Paprika Chili, wie gesagt, die gibt es auch beim DM. Sehr, sehr, sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Wenn du es noch nicht probiert hast, probier sie aus. Mega lecker. So, dann unser Mehlvorrat geht so langsam zu Ende. Da haben wir jetzt einmal Dinkelmehl 630 genommen. Kann man immer mal daheim machen, wenn man mal Pfannkuchen oder was auch immer macht. Und dann habe ich noch, weil sie im Angebot waren, ich habe aber keine gegessen, weil ich sie vergessen habe, Snackkarotten. Wenn ihr die nicht kennt, ist auch meiner Meinung nach völlig, völlig sinnlos. Aber ist einfach geil, mal so zum Snacken. Mh. Habe ich was vergessen? Ah ja, natürlich. Ah, das Wichtigste. Hör mal. Kannst jetzt denken von mir, was du willst, mir egal. I guess. Ich habe mir voll Mondwasser geholt. Das von den Teegut Eigenmark. Ich liebe das. Das ist so geil. Das ist einfach schon so schön von der Verpackung. Also von der Flasche. Und es schmeckt einfach mega lecker. Und ich dachte mir, in 2 Wochen ist Vollmond, dann mache ich mir so eine kleine Zeremonie. Habe ich Bock drauf. Gibt es auch als Bergkristallwasser und als Rosenquarzwasser. Lieb ich, mit sowas kriegst du mich. So. Dann machen wir mal, ach nee, genau. Insgesamt haben wir beim Teegut 24 Euro ausgegeben. Finde ich okay. Also wir haben ja auch ein bisschen was bekommen. Einiges auf Vorrat wie Mehl und Milch. So, dann machen wir mal weiter mit dem Markt. Wir haben beim griechischen Stand einmal eingelegte Weinblätter gekauft und wilde Oliven. Für die 2 Sachen haben wir 5,50 bezahlt. Dann waren wir noch beim griechischen Supermarkt. Da haben wir die weltbesten Oliven. Alter. Dann weißer Riesebohnensalat, wie du siehst, ist ja schon ein bisschen leer. Und eingelegte Peperoni. Und was wir auch noch da geholt haben, sind einmal, wie sagt der Kai, die, eigentlich sind es ja eher die positiv
Spaghetti, also die Spaghetti mit dem Loch, weil die waren reduziert auf 50 Cent und dann haben wir gesagt, komm, die nehmen wir mal mit. Kann man ja, Nudeln kann man ja immer, also nicht, oh mein Gott, egal. Und dann hat der Kai sich noch ein Kinotto mitgenommen zum Trinken. Warte, kann ich auch. Ah ne, Entschuldigung. Das ist kein, also eigentlich heißt das schon, ja doch, Kinotto, genau. Also Kai hat sich hier einmal dieses Kinotto mitgenommen. Das ist so ein italienisches Getränk. Ich möchte nicht weiter drauf eingehen, weil ich mich nicht blamieren möchte. Ach, und auch für ein Rezept getrocknete Steinpilze. Genau. Ich glaube, das war es aber vom griechischen Supermarkt. Oder? Ja. Da haben wir für das gesamte Paket 8,70 bezahlt. So, dann haben wir noch, waren wir noch beim Kartoffelstand. Da haben wir einmal Kartoffeln, mehlig kochende Kartoffeln, was sonst? 500 Gramm und die hat immer so einen Mixsack an Zwiebeln, also rote, dann die braunen und weiße. Und ich habe mir noch eine Knolle Ingwer mitgenommen für meinen Ingwer-Shot. Da habe ich eigentlich auch noch ein Video in Planung. Also das habe ich eigentlich schon gedreht, ich muss es nur noch schneiden. Das ist ja auch immer der ätzendste Teil an dem ganzen Spaß hier. Genau, dafür haben wir, also für die Kartoffeln, die Zwiebeln, die Ingwerknolle haben wir 5,60 Euro ausgegeben. Dann, oh mein Gott, wir haben einen Mandarinenstand. Der hat Mandarinen aus, ich glaube, Kroatien. Kalifornische Kroatien, falls dir das was sagt. Und das sind die besten Mandarinen, die ich, glaube ich, jemals in meinem Leben gegessen habe. Da kostet das Kilo jetzt 4 Euro. Ja, kann sich drüber streiten, ob es günstig ist, aber wirklich jede Mandarine, wir haben die letzte Woche schon mal, er hat uns eines zum Probieren gegeben und meinte, wenn ihr sie probiert habt, nehmt ihr ein Kilo. Er hatte recht. Und ich glaube, wir hatten die innerhalb, ich glaube, die waren Dienstag oder Mittwoch, waren die schon leer. Und jede Mandarine war einfach lecker. Also, falls du hier aus dem Rhein-Main-Gebiet kommst, es lohnt sich. Komm, guck bei diesem Stand vorbei. Der hat nur Mandarinensachen. Sau lecker. Da, wie gesagt, haben wir für ein Kilo Mandarinen 4 Euro ausgegeben. So, dann waren wir noch bei unserem Obst- und Gemüsestand. Da fangen wir auch mal mit dem Obst an. Habe ich 2 Orangen mitgenommen. Finde ich irgendwie lecker, kann man. Also es ist zwar nicht ein guter Snack für zwischendurch, weil es einfach sau die Sauerei ist, aber es ist einfach ein mega leckerer Snack für zwischendurch. Dann noch 2 türkische Birnen, 2 Kiwis, also einfach grüne Kiwis, 200 Gramm Kräuterseitlinge für ein Rezept. Thymian, da brauchen wir zwar nur 2 Zweige, aber der Rest wird einfach aufgehängt und getrocknet und dann kann man den auch ganz normal benutzen. Dann haben wir noch, das sind die Kartoffeln, die mehlig kochenden Kartoffeln. Die gehören noch zu dem anderen Stand. Ich bin hier völlig voll gebaut. Dann 2, ach Gott, stimmt, die habe ich auch noch beim Kartoffelstand gekauft. 2 Schalotten habe ich noch beim Kartoffelstand gekauft. Schon wieder ganz durcheinander, ganz schlimm. Ich glaube, wir hatten noch was gekauft beim Gemüsestand, oder? Ist das schon weggeräumt worden? Ich guck gerade mal. Nö, dann war's das. Ja gut, die Kräuterseitlinge sind halt teuer wie Sau. Für den ganzen Spaß, also die Orangen, die Birnen, die Kiwi, die Kräuterseitlinge. Und ich glaube, das war's. Krass. Haben wir 11,90 Euro bezahlt. So, das heißt, wir haben summa summaro haben wir 25, 30, 40, 50, 55 Euro ungefähr ausgegeben. Vieles davon langt länger als eine Woche, einiges davon nicht. Also würde ich sagen, wir haben ungefähr für die Woche jetzt 50 Euro ausgegeben. Und ja, wie gesagt, die Rezepte verrate ich euch nicht, weil da gibt es nächste Woche ein What I Eat in a Week, die Kai-Edition. Und da siehst du dann, was es bei uns zu essen gibt. Ansonsten würde ich sagen, ich freue mich natürlich über einen Kommentar, falls du zu irgendwas eine Frage hast oder mir Liebe da lassen möchtest oder Kritik. Lass es mich gerne wissen. Über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich auch. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich dir eine schöne Woche, weil ich werde dieses Video sehr wahrscheinlich am Montag hochladen, zum Anfang der Woche, frisch in die neue Woche. Und ich bedanke mich. Es ist schön, dass es dich gibt, schön, dass es mich gibt. Oh mein Gott.
Es ist schön, dass es uns gibt und auf uns, aufs Leben. Horrido und auf Wiedersehen. Tschüss.